Nach gut 2 Jahren Pause eröffnete nun das Künstlerhaus Jan Oeltjen am 5. Februar wieder seine Ausstellungsräume. In den letzten Jahren befassten sich die Vereinsmitarbeiter des Künstlerhauses damit, das Werkverzeichnis Gemälde und das Werkverzeichnis Das plastische Werk von Elsa Oeltjen Casimir und Jan Oeltjen zu vervollständigen. Auf 200 bzw. 150 Seiten sind nun die Werke des Künstlerpaares aufgelistet. Vor etwa 25 Jahren begann Ulrich Hollweg mit der Erfassung der Kunstwerke für das Werkverzeichnis. Seine Aktenordner, in denen er die Ergebnisse seiner Recherchen zu dem Künstlerpaar verwahrte, kamen schon vor vielen Jahren als Kopien ins Künstlerhaus. Aus ihnen und den vom Verein beigefügten eigenen Erkenntnissen wurden die 2 Werkverzeichnisse extrahiert. Kurator Lühr Steffens hielt die Eröffnungsrede, die vom Mitarbeiter Volker Meusel komplettiert wurde. Jade TV hat die Eröffnungsrede aufgezeichnet. Ja, fangen wir einfach mal an. Verehrte Gäste, liebe Mitglieder und Freunde des Künstlerhauses Jan Oeltjen. Zur Eröffnung der Ausstellung möchte ich alle ganz herzlich begrüßen. Das ist übrigens die 62. Ausstellung, die das Künstlerhaus hier veranstaltet. Anlass für diese Ausstellung ist die Herausgabe der Werkverzeichnisse Jan Oeltjen Gemälde und Elsa Oeltjen Casimir das plastische Werk. Eine jahrelange Arbeit findet mit dieser Vorlage der Verzeichnisse ein vorläufiges Ende. Warum vorläufig? Dazu wird Volker Meusel noch einiges sagen. Vor mehr als 25 Jahren hat Herr Hollweg, schön, dass Sie da sind, Herr Hollweg, hat Herr Hollweg damit begonnen, Fotos und Daten von Arbeiten der beiden Künstler zu sammeln und zu ordnen. Nach der Gründung unseres Vereins haben dann einige Mitglieder sich an dieser Arbeit beteiligt und so die Arbeit auf etwas breitere Füße gestellt. Die Digitalisierung von Bild und Wort zu Beginn der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts hat die Arbeit an den Verzeichnissen wesentlich erleichtert. Und doch hat es bis zur heutigen Vorlage der beiden Werkverzeichnisse unverhältnismäßig lange gedauert. Dafür kann man mehrere Gründe nennen. Die Kunstwerke von Jan und Elsa sind über mehrere Länder verteilt. Der größte Teil der Gemälde von Jan Oeltjen, die bis zu seinem endgültigen Umzug nach Slowenien entstanden, 1931, befinden sich in Museen und bei Sammlern, überwiegend in Norddeutschland. Das Werk nach 1932 wird überwiegend in Slowenien verwahrt. Durch 2 Weltkriege und mehrere Umzüge sind viele Gemälde Jan Oeltjens verschollen oder zerstört worden. Dennoch ist die Hinterlassenschaft so zahlreich, dass es sich gelohnt hat, ein Verzeichnis anzulegen. Bei mehreren Reisen von Mitgliedern unseres Vereins nach Slowenien und Österreich wurden dort Kontakte geknüpft, die sich bis heute erhalten haben. Gemeinsam geplante und durchgeführte Ausstellungen zeigen deutlich den Grad der Zusammenarbeit an. Das vorgelegte Werkverzeichnis der Gemälde wird ganz sicher auch in Slowenien beachtet werden. Sehr hilfreich für die Arbeit an den Werkverzeichnissen war die Durchsicht des schriftlichen und bildlichen Nachlasses, der im Deutschen Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg liegt. Volker Meusel hat bei seinen Besuchen in dem Archiv eine reiche Ernte eingefahren. Das plastische Werk von Elsa Oeltjen Casimir ist deutlich zweigeteilt. Die bereits vor und während ihres Studiums an der Kunstgewerbeschule Wien angefertigten Arbeiten, die wir fast nur von historischen Fotos kennen, zeigen ihr außerordentliches Talent. Leider sind von diesen Arbeiten nur wenige erhalten geblieben. Ihr Hauptwerk entsteht in den 20er Jahren hier in Jarberg. Die aus Bockhorner Wiesenlehm geformten und in den Ziegelöfen in Bockhorn gebrannten Plastiken haben sich zahlreich in Museen, bei Sammlern und im Nachlass erhalten. Sie wurden alle in das Verzeichnis aufgenommen. Der 2. Grund für die immer wieder verzögerte Herausgabe der Werkverzeichnisse
liegt auch in der mangelnden personellen und finanziellen Ausstattung des Künstlerhauses. Alle Mitarbeiter an den Verzeichnissen haben ehrenamtlich gearbeitet. Sie haben eine Familie und einen Beruf und haben nicht nur viel Zeit, sondern häufig auch die finanziellen Unkosten, die bei ihrer Arbeit für das Künstlerhaus entstanden sind, selbst getragen. Der rege Ausstellungsbetrieb im Künstlerhaus, ich habe schon gesagt, die 62. Ausstellung, hat viel Zeit erfordert, die für die Arbeit an den Werkverzeichnissen dann nicht mehr zur Verfügung stand. Und dennoch sind in den zurückliegenden Jahren 7 Werkverzeichnisse für Künstlerinnen und Künstler aus unserer Region hier im Haus entstanden. Für Gustav Klaus, für Therese van der Vring, für Trude Rosner-Kasowski, für Walter Kleen, für die Grafik Jan Oelkens und die 2 heute vorgelegten Werkverzeichnisse. Damit haben die Mitarbeiter im Künstlerhaus einen Zweck unserer Vereinssatzung, in der steht: Der Verein fördert im Besonderen die Pflege, wissenschaftliche Aufarbeitung und Präsentation des Werkes des in Jadaberg geborenen Künstlers Jan Oelkens erfolgreich abgearbeitet. Das wird sicherlich nicht geschehen, doch die Struktur des Künstlerhauses muss in den kommenden Jahren sicherlich anders ausgerichtet werden. Alle Mitarbeiter im Künstlerhaus sind froh, dass die Werkverzeichnisse jetzt vorliegen. Ich freue mich, dass ich Ihnen die präsentieren kann. Das von Herrn Oelkens haben wir hier. Auf 240 Seiten haben wir alle Gemälde erfasst, häufig auch von historischen Fotos, die wir im Verlauf der Zeit gefunden oder auch gesehen haben. Das Werkverzeichnis Jan Oelkens, wer es dann kaufen möchte, kostet 30 Euro. Dann haben wir das Werkverzeichnis Elsa Oelkens Kasimir, keine 240 Seiten, sondern 150 Seiten. Auch hier ist alles aufgearbeitet worden, was uns bis zum 15., was haben wir gesagt? August. Ja, im letzten Jahr bekannt geworden ist. Es kostet 20 Euro. Wer nun richtig Geld anlegen will, der kann beide kaufen und kriegt 10 Euro Nachlass. Dann haben wir, naja, auf der Bank ist es auch nicht viel wert, das Geld. Dann hat Volker Meusel eine DVD angefertigt, die zum Preis von 10 Euro hier bei uns zu erwerben ist. Da ist alles drin, was auch in den beiden Werkverzeichnissen drin ist. Also nach der Eröffnungsfeier und nach dem ersten kleinen Gläschen Sekt oder Wasser oder O-Saft haben wir eine Verkaufsstelle da im Büro und da können Sie sich dann ja, melden, wenn Sie etwas von den Werkverzeichnissen haben möchten. In den nächsten Wochen werden wir im Künstlerhaus aufräumen müssen. Die halbe Festplatte im PC ist voll mit Arbeitsergebnissen, die während der Arbeit an den Werkverzeichnissen abgespeichert wurden. In fast jeder Ablage liegen Ausdrucke. Auf vielen Borden stehen Ordner mit abgehefteten Blättern zum Thema. Überall liegen vollgeschriebene Merkzettel herum. Und wenn die Sicht dann wieder klarer ist, werden wir die nächsten Projekte angehen. Es wird nicht langweilig werden für uns. Zum Schluss möchte ich mich bei allen bedanken, die an diesem Projekt beteiligt waren. Das muss sein. Herr Ulrich Hollweg ist der geistige Vater der Werkverzeichnisse. Dafür ist ihm zu danken. Bereitwillig und uneigennützig hat er uns im Verlauf der Jahre immer wieder mit Auskünften und Hinweisen geholfen. Volker Meusel hat in den letzten Wochen mehrmals eine Nachtschicht einlegen müssen, damit alles rechtzeitig fertig wird. Ganz großer Dank und Anerkennung dafür, Volker. Dankeschön. Bedanken möchte ich mich bei den Leihgebern, die uns bereitwillig Leihgaben zur Verfügung gestellt haben und sich so auf Zeit von ihren Bildern trennen mussten. Die Bartels-Stiftung aus Varel hat uns, wie schon mehrere Male zuvor, finanziell gefördert. Die Arbeit dieser Stiftung ist nicht nur für unser Künstlerhaus außerordentlich segensreich und wichtig.
Ein Dank geht auch an die Presse, der NWZ und dem Privo, die immer fundierte Berichte über die Arbeit im Künstlerhaus geschrieben haben. Das gilt auch für das Jade TV und Herrn Michalowski. Mein ganz besonderer Dank geht aber an die in Zentimetern kleinste Mitarbeiterin im Künstlerhaus. Sie hat immer wieder mit erstaunlicher Energie und Durchsetzungsfähigkeit unsere Arbeit vorangetrieben. Auch wenn ihre persönlichen Umstände nicht immer gut waren oder sind. Liebe Lisa, wo haben wir sie? Guck ruhig neben rein. Hallo. Liebe Lisa, dafür ein ganz großes Dankeschön. Ja, und damit möchte ich meine Ausführungen schließen. Ich hoffe, dass ich niemanden vergessen habe. Und jetzt mal Volker Meusel weiter. Und die erste Ankündigung wird sein, ich werde mich kurz fassen. Sie hören es an meiner Stimme, ich bin angeschlagen. Und mein Vater hat gerade schon zurecht moniert, das sind nicht nur einige Nachtschichten zuletzt gewesen, die hängen auch in mir. Die Arbeit an den Werkverzeichnissen hat für uns im letzten halben Jahr also wirklich einen kulminierenden Höhepunkt der Arbeit der letzten 10 Jahre eigentlich gehabt. Wir haben zusammengetragen, was kam, waren der Meinung, wir können starten. Und dann ging das Spiel los. Es taucht ein Fotonachlass auf, der uns unbekannt war. Es taucht ein zweiter Fotonachlass auf, es taucht ein dritter Fotonachlass auf. Es waren teilweise Glasplatten, die noch abgelichtet werden mussten. Wir hatten also viel Zeit und unglaublich viel neuartige Erkenntnisse. Wir waren teilweise begeistert und teilweise frustriert. Frustriert, dass wir diese Sachen nicht kannten, weil was nützt uns unser Wissen, wenn wir auf einmal feststellen, das ist ja alles überholt und das ist ja auch nur in Stücken fragmentarisch gewesen. Wie gesagt, es ist deprimierend und befriedigend gleichzeitig, sich so etwas anzutun, aber dafür haben wir jetzt einen Stand erreicht, dass ich sage, die Kenntnis über das Werk, nicht von uns, sondern von jedem, der in diese Werkverzeichnisse hineinschaut, von Jan Oeltjen und von Else Oeltjen Casimir, diese Kenntnis ist seit Jahrzehnten nirgendwo mehr so angesammelt worden und so zutage getreten. Wir können jetzt auf dieser Grundlage ganz anders denken, wir können anders handeln, wir können auch anders präsentieren und auswählen, wir können anders sichten. Ein Beispiel. Die slowenische Kunsthistorikerin Marjeta Siklenecki hat das wirklich wunderbare Vorwort für das Werkverzeichnis von Else Oeltjen Casimir geschrieben. Sie hat es nicht gezielt dafür geschrieben, aber wir haben einen von ihr vorhandenen Aufsatz übersetzt mit ihrer Genehmigung. Sie war da sehr mit einverstanden. Sie betont ganz stark die Bezüge, die Elsa zum Expressionismus auf der Grundlage des Wiener Jugendstils hat. Das ist nicht solide, das ist sogar teilweise brillant, so wie sie sich da einarbeitet. Was ihr fehlt, ist eine Kenntnis des Werks allerdings, die ich jetzt mal da drauf setze und wo ich sage, ja, Expressionistin, ja, Wiener Jugendstil, aber da kommt ein Klassizismus hinein, eine antiken Vorliebe von ihr immer wieder. Manchmal nur ein bisschen Gotik, manchmal nur, ja, weil in Wien, wo sie teilweise lebte, der Stephansdom mit seinen gotischen Figuren unglaublich stark auf sie eingewirkt hat. Marjeta Siklenecki hat das teilweise sogar nachgewiesen, wie in bestimmte Arbeiten offensichtlich Fotopostkarten einflossen, die in Besitz von Else Oeltjen Casimir waren und die wir heute noch im Nachlass kennen, wo wir auch Fotos von haben. Aber wenn ich sage, die Antike oder die antiken Rezeption, dann möchte ich auf ein Stück gleich eingehen, das hinten sowohl steht als auch hängt. 1918 hat Jan über seine Frau gespottet, bildhauerisch habe sie ja noch nichts geleistet. Wer im Werkverzeichnis sich die Sachen ansieht, die früher entstanden sind, muss sagen, entweder hat er gesponnen oder er hatte eine bestimmte Konzeption zum Ausdruck bringen wollen. Ja, es war gediegen, was sie vorher gemacht hat, aber es fehlte tatsächlich der starke künstlerische Impetus. Der kommt dann in den 20er Jahren schier explosionsartig heraus. Und sie schafft es innerhalb kürzester Zeit hier für unsere Region im Nordwesten Deutschlands zu einer der wichtigen plastischen Künstlerinnen zu werden. Was sie in Klinker, was sie in Terrakotta gearbeitet hat, ist absolut auf dem Höhepunkt dessen, was es damals zeitgemäß gab. Es war aber nicht ein reiner Expressionismus, sondern es war
am Beispiel dieses Epitaphs werde ich es erläutern, etwas, was auf Vorhandenes zurückgriff. Sie hatte Ende der 20er Jahre einen Auftrag bekommen, wir wissen nicht warum, wir wissen nur, dass sie ihn bekommen hat, für das Lehrerseminar in Oldenburg eine Arbeit zu erstellen. Und zwar zum Andenken der gefallenen Studenten und Lehrer, also der Absolventen dieses Seminars, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Das wurde feierlich eröffnet, das hing an der Wand, das liegt jetzt zerlegt auf dem Dachboden dieses Gebäudes. Es ist noch existent, es ist ein ziemlich herausragendes Stück. Es gibt sicherlich zwei Sachen, die es schwer machen, so etwas heute prinzipiell wieder zu errichten oder aufzubauen. Zum einen ist es der absolute Zeitbezug an die damalige Situation. Heute ist der Verweis auf die Gefallenen historisch. Und das Zweite ist, dass sie einen Spruch hineingebracht hat, der gar nicht von ihr stammt. Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Es geht auf einen Dichter zurück, der immer dem rechten Lager zugeordnet wurde, der aber tatsächlich aus dem eher linken Lager kam. Und das Infanteriedenkmal in Hamburg hat es vor einigen Jahren eine große Auseinandersetzung und große Aufregung gegeben, hat ebenfalls diesen Spruch. Ribitschke hat ein Gegendenkmal entworfen, es kam also zu Demonstrationen und Zusammenstößen. Alleine dieser Spruch würde es verhindern, heute nochmal etwas dieser Art zu präsentieren. Aber wenn man sich das darüber hinaus anguckt, stellt man fest, eine der zentralen Figuren geht auf eine Gestalt eines antiken Galliers zurück. Eine zweite Figur geht auf eine Niobe-Tochter zurück, also auf eine allegorisch verfolgte Unschuld. In der Mitte ist eine Figur, die an Kaiser- und Christusstatuen des frühen Mittelalters erinnert. Also das bekommt jetzt einen Bezug, dass auf der einen Seite die Gallier, auf der anderen Seite die Unschuldigen sind und in der Mitte sitzt sozusagen eine sie nicht trennende, sondern nur vorgeblich Einhalt gebietende Figur. So wird also der Krieg in einen Verweis auf eine überzeitliche Struktur gebracht, der so aus dem Expressionistischen überhaupt nicht hervorgehen kann. Das sind die Erkenntnisse, die dann angesichts solcher Stücke wachsen. Inwieweit das der Kunst oder dem Ansehen ihrer Kunst einen anderen Blick verleiht, das muss jeder für sich selbst beantworten. Für mich sind Erkenntnisse dieser Art gleich wie auch immer erst einmal ein Gewinn. Ein zweites ist, dass sie eine Paarreihe geschaffen hat, die heute wahrscheinlich eher Bestand hat. Die Auseinandersetzung von ihr mit ihrem Mann. Der hat nicht nur gespottet, sie haben nichts geleistet. Die haben sich gegenseitig manchmal schier emporgetrieben, in Abneigung und Zuneigung gleichermaßen. Für Jan möchte ich dem gegenüber eines feststellen. Wir kennen sein Frühwerk deutlich besser als das von Elsa. Wir können eine ziemlich genaue Chronologie anlegen. Wir sind sogar in der Lage, mittlerweile die Signaturen, wenn wir nur die Signatur haben, auf bestimmte Jahresbereiche hin umzulegen. Und dennoch stellen wir fest, ähnlich wie bei Elsa explodiert Jan Schier in den 20er Jahren hier vor Ort zu einem Höhepunkt seines Schaffens, was so nicht mehr erreicht wird später und was vorher sich nicht abzeichnen konnte. Wir haben hier bewusst eine zeitliche Ordnung reingebracht. Die fängt hier an dieser Säule, geht so rum chronologisch und endet dort im Alterswerk. Da finden wir dort ein Bild, das geprägt ist von Akademie-Realismus des frühen 20. Jahrhunderts oder meinetwegen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Und im selben Jahr ist ein Landschaftsbild, da fragt man sich, stand Cézanne Pate? Hat er da Monet verarbeitet? Es ist jedenfalls ein absolut jäher Umbruch, der dort stattfindet. Und der war folgerichtig für seine gesamte weitere Entwicklung. Er brauchte nämlich einige Jahre, bis er das verwinden konnte, sich in diese Richtung entwickelt zu haben. Dann kam der Krieg. Nach dem Krieg ging es von vorne los, aber die Zeit war eine ganz andere. Er konnte nicht mehr in die Zeit von vor dem Krieg zurückkehren, was er sehr schnell merkte, sondern er musste etwas Neues machen. Er versuchte es mit einer kurzen Auseinandersetzung mit der Brücke, die er vorher eigentlich komplett hat links liegen lassen. Hier die großen Ausstellungen im Augusteum bzw. im Lappern, die frühen Ausstellungen mit Brücke-Künstlern, hat er scheinbar, wenn er sie überhaupt rezeptioniert hat, nicht für sich für interessant wahrgenommen. Und nun in den frühen 20ern versucht er es auf einmal noch mit einer Anlehnung an die Brücke, zumindest im grafischen Expressionismus, wie er ihn zeigt. Er löst sich dann davon und man kann hier eine eigenständige Entwicklung erkennen. Interessanterweise übrigens überwiegend im Querformat, nur Porträts gehen ins Hochformat. Man kann hier eine Entwicklung erkennen, die ihn aber auch wieder vorträgt.
trägt ihn über den Höhepunkt der 20er Jahre und mit der Auseinandersetzung der neuen Sachlichkeit, aber auch mit der Auseinandersetzung mit privaten Problemen, nämlich mit einem bestehenden Umzug nach Slowenien, bricht dann das jäh ab. Eingeteilt haben wir das Ganze im Werkverzeichnis in Kapitel. Das erste heißt ganz banal die frühen Jahre und das beinhaltet alles, was bei Künstlern mit frühen Jahren so einhergeht. Richtungssuche, Richtungsentwicklung, Schulung, Ausbildung und ähnliches. Und geht dann in das lange Jahrzehnt. Ich habe natürlich dieses lange Jahrzehnt am langen Jahrhundert angelehnt. Es sind also mehr als 10 Jahre und die sind einfach historisch verortet. Das Ganze fängt nach dem Krieg an und hört tatsächlich um 1933 auf. Er ist 1933 praktisch von hier verschwunden aus dem Blickfeld. Das hat nichts mit der politischen Entwicklung zu tun, sondern dass die Familienweingüter in Slowenien übernommen werden mussten, also aus der Familie seiner Frau, weil es da zu einigen Todesfällen in der Familie gekommen war. Und jetzt folgen Jahre, die wir Lehrjahre nennen. Diese Jahre in Slowenien sind aus 2 Gründen leer. Also zum einen fehlt ihm dort ein Publikum wie hier in Nordwestdeutschland. Er hat es hier geschafft, mit den Oldenburger und Fareler Honoratioren ein gewisses Einvernehmen herzustellen. Man kannte sich, er bekam Aufträge, er malte zur Freude der Porträtierten. Die Landschaften fanden Anklang und gingen weg. Dasselbe jetzt in der Hallosee, der Landschaft um die Stadt Ptuj bzw. Petau, wie es vorher hieß, das hat noch nicht so auf Anhieb funktioniert. Das dauerte seine Zeit. Und er versuchte, sich da hereinzufinden. Die Farben werden natürlich ganz anders. Auch die Darstellung wird anders. Es wird manches flächiger, was vorher akzentuierter war. Dazu kommt natürlich, dass er einen gewissen politischen Leerlauf empfindet. Er hält fest, dass merkwürdigerweise im Deutschen Reich wieder vermehrt Aufträge an Künstler erfolgen. Sicher, es gab eine vom Staat geförderte Kunst, die meinte er aber gar nicht in dem Sinn. Es scheint wohl eher darauf gezielt zu haben, dass eine gewisse politische Begleiterscheinung war, dass es ja zu einer wirtschaftlichen Konsolidierung für Teile des Bürgertums kam, also wieder Aufträge an Künstler vergeben werden konnten. Ihn selber traf das weniger in Slowenien und er versuchte natürlich hier Fuß zu fassen. Wir haben in den Gemälden, das muss eben betont werden, bewusst nur die Ölgemälde aufgenommen. Wer also jetzt zum Werkverzeichnis greift in der Hoffnung, Erkenntnis zu erlangen über das Fresko im Landtag, den muss ich enttäuschen. Das ist absolut eine eigenständige Publikation, die dann mal erfolgen muss, für die, die in der Hinsicht nicht so ganz firm sind. Jan Oeltjen hat im Oldenburger Landtag ein großes Fresko gemalt, das ihm den Vorwurf teilweise wohl zurecht eingebracht hat, sich dem Nationalsozialismus zu billig ausgeliefert zu haben. Die ganze Konzeption hat erst einmal nichts mit nationalsozialistischen Themen zu tun, aber es marschiert die Wehrmacht unten am Bildrand, der Reichsarbeitsdienst oder die Organisation Totzin zu sehen und die Hitlerjugend. Und die genaue Problematik dieser Sachen müsste aber, wie gesagt, einer eigenen Publikation vorbehalten sein. Röwer. Röwer hat es nicht in Auftrag gegeben, es ging wohl tatsächlich auf die zivile Regierung des Landes zurück. Und Röwer hat im Gegenteil, Röwer hatte eine gewisse Freude an einem Schlachtenbild, hätte gehabt, schreibt sein Oeltjen selber, aber er ist dann gestorben, bevor das fertig wurde. 1943 ist das letzte Bild dieser Phase, das wir überhaupt kennen. Und dann ist für einige Jahre Pause. Wiederum bedingt durch politische Ereignisse, der Tod seiner Frau 1944 als privater Schicksalsschlag kommt dazu. Und dann in den beginnenden Aufbruch, in den beginnenden Aufbruch Jugoslawiens als ein neuartiges Gebilde, als ein Staat, der sich irgendwo versucht, wenngleich Sozialismus mit einer sozialistischen Staats- und Wirtschaftsform, sich aber unter den Blockfreien zu etablieren, wird Jan Oeltjen nun auf einmal zu einem jugoslawischen bzw. slowenischen Künstler. Wird dort geschätzt, er bleibt dort, er nimmt nach dem Krieg nur noch 3 Reisen nach Deutschland vor. Er hat keine Lust, durchaus wieder deutscher Staatsbürger zu werden, er wird jugoslawischer Staatsbürger und stirbt als solcher. Und die Palette ändert sich, er versucht vorübergehend Kollektive in ihrer Arbeit zu erfassen, also es ist nicht mehr die einzelne Figur, die in der Landschaft steht, wie wir das vielleicht von den Weitebildern kennen, es sind immer viele Figuren, es sind Figuren, die in irgendeiner Form mit Arbeit beschäftigt sind. Das lässt er aber, es bringt ihn nicht voran. Und er kehrt zurück zu all den Themen und Motiven, mit denen er schon früher Erfolg hatte. Es sind Badende. Es sind nackte Figuren, aber nicht als Akt angelegt, sondern jetzt also bewusst der Mensch nackt in die Landschaft hineingesetzt. Es sind immer wieder
Landschaften, die scheinbar ohne jegliche Aussage zu sein scheinen, bis man dann Textpassagen findet, in denen er sagt, der Baum, den ich eigentlich malen wollte, den gab es nicht mehr. Ich musste mir einen anderen aussuchen und den in dieses Bild hineinbringen. Er komponiert also nach wie vor seine Bilder. Und er hat Erfolg, als er 2 Jahre vor seinem Tod praktisch das Malen beenden muss, weil er durch eine Augenerkrankung kaum noch etwas sehen konnte, hatte er tatsächlich das Gefühl haben dürfen, Schüler zu haben, die das weitertragen. Heute ist es in Slowenien so, dass man also durchaus an Jan Oelchen und Elsa Oelchen-Kasimir als frühe slowenische Künstler denkt. Die werden zwar auch als nicht originär slowenisch begriffen, aber man sagt, sie gehören unabwendbar zu dieser sich entwickelnden eigenständigen Kunst dazu. Wobei die Slowenen natürlich sehr froh sind, sich gegen den Rest Jugoslawien damit abgrenzen zu können. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, was einem so über den Weg laufen kann. Ich sagte, wir hatten einige Fotonachlässe oder Fotostapel oder Alben bekommen und ein kleines Bild darin, das uns überhaupt nicht weitertragen konnte, bis ich über die Tagebücher auf einen Namen stieß, der hieß Bukowca. Bukowca war, also der Vater von Manfred Fritz Bukowska, Leon oder Louis Bukowska, war Stadtrat in Oldenburg, jüdischer Bürger und ist im Holocaust ermordet worden. Sein Sohn schaffte vor 1933 oder um 1933 die Flucht. Es ist unklar, warum er bereits 1933 fliehen musste. Das zeigt praktisch ein Abschiedsbild. Ich lasse das hier gleich stehen, das kann sich jeder genau ansehen. Das zeigt praktisch ein Abschiedsbild von Oldenburg. Denn es sind exakt dieselben Kleidungsstücke, die er dann auf seinem Studentenausweis trägt. Zunächst in Berlin, dann später in der Schweiz hat er studiert. Ist in die USA emigriert, wurde Musikwissenschaftler, hat das Standardwerk über eine gewisse Phase der Barockmusik geschrieben, ist dann kinderlos gestorben, seine Schwester ist auch in die USA emigriert, ist komplett untergegangen, ist nicht mehr bekannt in Oldenburg. Hat sich hier sozusagen durch Zufall gefunden und das ist für mich so ein Glücksgriff, wo ich einfach sage, da macht die Arbeit an einem Werkverzeichnis eines Künstlers durchaus Sinn, um andere Menschen wieder aus der Erinnerungslosigkeit herauszuziehen und in die Erinnerung hineinzutragen. Was in dem Fall von Holocaust-Opfern, wie ich finde, absolut ehrenwert ist und vielleicht auch ein klein bisschen zur Ehrenrettung Jan Oelchens dienen kann, dem halt immer noch leicht dieser Vorwurf anhing, er habe sich mit seinem Landtagsbild, wie gesagt, dem Nationalsozialismus, zu leicht ausgeliefert. Das ist eine Seite aus dem Werkverzeichnis und bildet nur eine Facette des ganzen Werkes. Schauen Sie es an, blättern Sie es durch. Ob Sie es kaufen oder nicht, ich will es Ihnen nicht zureden, ich kann nur sagen, es ist das profunde Werk all dessen, was wir wissen, was wir können, was wir wollen. Und es wird für die nächsten Jahre erst einmal herhalten müssen, obwohl wir seit Dezember, als wir das in den Druck gegeben haben, schon wieder 7 neue Ölbilder bekommen haben in Abbildungen, die wir noch nicht kannten. Ich kann nur an alle appellieren, wenn Sie hineinschauen und feststellen, meiner ist aber nicht dabei, sagen Sie es uns. Wir kommen gerne vorbei zum Fotografieren. Wenn Sie irgendwelche Arbeiten kennen, die wir nicht aufgenommen haben, die nicht bei Ihnen sind, sagen Sie es uns, wo Sie stehen. Wir sind begierig, weiteres Wissen zu erwerben und es wird definitiv nicht sein, dass wir irgendwann mal sagen können, das war es jetzt. Wir werden immer noch Lernende sein. Und dann werden wir ein neues Werkverzeichnis vorstellen. Unter anderem die Aquarelle oder die Bleistiftzeichnung, die stehen da auch noch aus. Viel Spaß.